Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Folge Magic Duels. Wir spielen heute wieder weiter in der Story. Wenn ich es richtig weiß, haben wir Eldritch Moon durchgespielt gehabt in der letzten Folge und haben schon einmal in Kaladesh aufs Maul gekriegt von dem guten Artificer hier, wenn ich es richtig weiß. Selbst aus den Koryphäen auf der Messe sticht Zahelirai als eine Kaladesh brillantesten Erfinderin hervor. Stolz präsentiert sie ihre Kunstfertigkeit an den andächtigen, staunenden Zuschauern beim Flinkschmied-Wettkampf. Ein Duell, bei dem zwei Erfinder etwas bauen und sich mit dieser Schöpfung bekämpfen. Ja, ich kann mich daran erinnern, dass wir da letztes Mal ziemlich von dem Elfenbioniker hier aufs Maul gekriegt haben. Aber mal gucken, vielleicht können wir das ja heute widerrufen. Wir brauchen auf jeden Fall eine neue Hand. Wir haben jetzt genug Mana, wir können hier auf Turn 1 das Konstrukt rausspielen. Turn 2 haben wir leider nichts. Zu Beginn, die Kartenhand können wir auf jeden Fall mal behalten. Zu Beginn des Versorgungs von 2 zu 3 oder mehr Artefakte erhältst du einen Lebenspunkt dazu. Okay. Das sieht auf jeden Fall gar nicht schlecht aus. Wir spielen mal blau raus. Spielen mal hier das Konstrukt raus. Es kann zwar nicht alleine angreifen, aber das ist tatsächlich okay. Weil es halt 2-3 ist. Schade, dass es nicht 3-1, 2-1 ist. Schade, dass es nicht 3-1 ist. Sonst könnten wir nämlich hier gleich den Frachtkahn irgendwie bemannen. Vielleicht ziehen wir ja noch was raus. Wir ziehen tatsächlich nichts raus. Das ist nicht so cool. Spielen also das Land raus. Können nicht angreifen. Warte mal, können wir angreifen? Das Trollkonstrukt kann nicht alleine angreifen. Was willst du denn von mir? Also ich greife hier nicht an, wenn es nicht alleine angreifen kann. Oder ist das hier buggy, dass es doch angreifen kann? Keine Ahnung. Wer weiß, vielleicht ist es ja auch so, dass es dann halt einfach gefizzelt wäre oder sowas. Okay, er geht in die Hauptphase für zwei Spiele. Was raus? Was haben wir hier? Die Elfenruinen. Er gibt wahrscheinlich sich selber plus 1 plus 1. Ja, habe ich mir schon fast gedacht. Schweißfunke fügt einer Wahl eine, wobei x gleich 3 plus der Anzahl an Artefakte ist. Okay, also wäre das dann 4 Schaden. Das ist also in Ordnung. Wir haben hier den Wirbler-Räuber. Wirbler-Räuberin. Wenn dieses Wirbler ins Spiel kommt, bringe 2 farblose 1-1 Artefakte. Tappe 2 ungetappte Artefakte, die du kontrollierst, eine Kreatur, deine. Okay. Machen wir so. Ist es ein Instant? Das ist ein Instant. Wir gehen also weiter und gehen mal in seinem Zug. Wir überspringen den Angriff natürlich wieder und gucken dann, dass wir im rechten Zeitpunkt hier die Leertaste drücken, um den Schweißfunke zu aktivieren, bevor er uns angreift. Die Frage ist nur, greift er uns wirklich an? Er greift uns wirklich hier an. Wir spielen den Schweißfunke raus, machen hier 3 Schaden. Theoretisch 4 Schaden, ist aber relativ irrelevant. Er wird jetzt noch wahrscheinlich was Krasseres rausspielen, was ein bisschen problematisch ist, aber tatsächlich nicht so schlimm. Und zwar ist es da an den Endsegment plus 1 plus 1 mal geöffnet. Ja, okay. Er spielt dieses plus 1 plus 1 Deck. Es ist ziemlich anstrengend tatsächlich. Das Gute ist, wir können jetzt auf 4 Mana gehen. Wir können jetzt auf 4 Mana gehen, haben aber leider nur rot und nicht doppelblau, sonst hätte ich die Wirbelwind-Tante gespielt. Wir spielen jetzt ihn hier. Er hat zwar Bemannen 3, aber das ist erstmal in Ordnung. Wir ziehen noch eine Karte. Oh, ein Land. Das ist natürlich nicht schlecht. Ja, Endturn. Ein Land ist natürlich nicht schlecht. Bemannen 3, wenn wir sie jetzt im nächsten Zug rausspielen, dann haben wir genug Artefakte, damit der Frachtkahn angreifen kann. Und das ist tatsächlich nicht schlecht. Geht direkt in die Hauptphase, will nicht angreifen, weil wir sonst blocken könnten. Spielt hier einen 3-3er raus mit Fabrizieren. Oh, ich denke aber, er wird ihm 1-1-Counter geben. Fabrizieren 1, das heißt, das ist ein 4-4er dann. Es ist nicht so arg problematisch tatsächlich. Er wird halt jetzt auch zum 3-3er. Ist aber trotzdem nicht so ganz problematisch. Wir haben hier einen 5-5er Frachtkahn, den wir dann rausspielen können. Ach, da hätten wir nochmal einen Kahn. Okay, nein, 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 die Karte will ich nicht. Ich will diese Karte hier. Wenn sie rauskommt, erzeugt sie ja 2-1-1er Topper. Was kann sie noch? Tappe 2 ungetappte Kreatur, die du kontrollierst. Eine Kreatur, deine Wahl kann in diesem Zug nicht geblockt werden. Das ist uns aber jetzt erstmal egal. Wir wollen im Blocksegment, wollen wir, nein, Angriff überspringen, wollen wir ihn hier triggern. Und ihn dann wegblocken, den 4-4er. Ich hoffe tatsächlich, dass er hier nicht irgendwie. Hallo, kannst du mal weitergehen? Dankeschön. Ich hoffe tatsächlich, dass er hier nicht irgendwie irgendeinen Bullshit macht. Also, dass er irgendwas vorher ausspielt. Er wird wahrscheinlich nicht angreifen, denke ich, weil er sieht, okay, er hat sich die Minions offen gelassen, er könnte jetzt tappen. Und er überlegt.
Er macht's natürlich nicht. Es wäre auch sehr, sehr dumm gewesen, liebe Leute. Spielt nochmal so ein komisches Ding raus, okay. Kriegt aber tatsächlich ja nicht standardmäßig einen +1/+1-Counter. Das finde ich okay. Das finde ich wirklich gut hier an der Stelle. Wir kriegen jetzt ein Health dazu, weil wir die Dinge haben. Was haben wir denn hier eigentlich? Immer wenn ein Artefakt unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, füge Rücksichtswürfel. Ja, okay, einen Schadenspunkt fügen wir dazu. Vier Mana haben wir, fünf Mana haben wir, sechs Mana hätten wir dann hier. Das ist sehr, sehr gut, weil für sechs Mana kann ich nämlich beides rausspielen. Wir spielen nämlich einmal ihn hier raus. Okay, jetzt habe ich es falsch rum rausgespielt natürlich. Ah, warte kurz, jetzt ziehe ich eine Karte. Jetzt habe ich es natürlich falsch rum ausgespielt. Ich hätte ihm einen Schaden schießen können, ist aber tatsächlich gar nicht so die Problematik. Wir wollen nämlich hier den hier erstmal. Ne, warte mal, ganz kurz abbrechen. Doch, ne, wir bemannen ihn jetzt. Wir bemannen den hier mit der Kreatur und einem Topper. Bestätigen. Haben dann jetzt hier eine Kreatur, die angreifen kann. Gehen in die Hauptphase rein. Und greifen mal mit dieser Kreatur an. Ich hoffe tatsächlich, dass er hier irgendwie einen Block setzt oder sowas. Oh, er bringt auch noch echt den krassen Doppelblock raus. Ja, gut, okay. Ist aber tatsächlich in Ordnung. Wir gehen weiter. Ist tatsächlich in Ordnung, Leute. Einfach aus dem Grund, weil wir immer noch den zweiten Khan haben und seinen fetten Dude jetzt erstmal vom Board weggeräumt haben. Das Problem wäre natürlich, wenn er jetzt nochmal so einen fetten Dude rausspielt und wir keine Karten mehr hatten. So war es ja, glaube ich, beim letzten Mal, dass er halt einfach nochmal so fette Dudes rausgespielt hat. Komm, greif an. Dann werde ich nämlich ihn bemannen und werde ich wieder umklopfen, Dude. Macht er aber nicht. Ja, es ist ein schlaues Kerlchen, der Typ. Okay, er gibt eine +1/+1 Marke. Das heißt, beide triggern auch nochmal. Okay, das heißt, wir haben den 4-4er und einen. Wenn der Menschenassistent stirbt, bringe eine Artefaktkreatur aus seinem Friedhof zu. Oh, ist das eine Artefaktkreatur? Nein. Nein, das sind beides keine Artefaktkreaturen. Okay, das ist interessant auf jeden Fall. Der wird hier zum 4-4er, er wird zum 4, zum 3-3er. Wir könnten ihm hier in den Doppelblock reinzwingen. Wir kriegen erstmal noch ein Leben, das ist sehr, sehr schön. Oh, Leute, das ist gut, hey. Das ist sehr, sehr gut. Spielen erstmal ihn hier raus. Spielen noch ein. Okay, er schießt erstmal einen Schaden. Okay, spielen ein Land raus. Was hat er nochmal? Bemann 5 hat er. Bemann 5 ist schon viel, muss ich sagen. Er hat Bemann 3. Zu Beginn jedes Endsegments. Bleibende Karte. Was? Lohnt es sich hier tatsächlich? Wie war das hier nochmal? Tappe zwei ungetappte Artefakte, die du kontrollierst. Eine Kreatur deiner Wahl kann in diesem Zug nicht geblockt werden. Boah, das ist halt einfach 10-7. Das ist richtig krass. Das ist einfach fucking 10-7. Ja, komm, wir greifen hier an. Zack, bemannen. Mit 3. Das heißt, das ist wieder 2, 3. Bestätigen. Kriegen dich als Kreatur jetzt hin. Und attacken wieder damit. Nein, das will ich nicht. Nein, hör auf. Raus aus dem Zoom. Attacken damit. Ich hoffe, dass er wieder so einen starken Block macht. Ja, okay, er lässt trotzdem wieder. Eben stirbt auf jeden Fall eine Kreatur weg und das ist sehr, sehr wichtig, denke ich. Gut, wir gehen weiter. Lassen ihn den Zug hier beenden. Können immer noch relativ gut blocken, liebe Leute. Wir brauchen drei Minions davon, um hier irgendwie einen ordentlichen Block hinzusetzen. Okay, ich weiß nicht, ob der Angriff hier so durchgehen soll, deswegen mache ich hier mal den Block. Ich weiß nicht, ob er ihn buffen wird oder sowas mit einem Spontanzauber oder so, das könnte natürlich sein. Ansonsten wird hier einfach kein Schaden gemacht. Und das ist tatsächlich für mich vollkommen in Ordnung. Schutzautomat. Wenn der Schutzautomat stirbt. Achso, das ist der gute Schutzautomat, kenne ich sogar noch. Aber der ist von Magic Origin, oder? Ja, tatsächlich ist der von Origin. Okay. Komm schon, was Gutes bitte jetzt ziehen. Für was Gutes wäre ich dankbar. Okay, das ist tatsächlich nicht das, was ich hier jetzt erwartet hätte. Wir ziehen. Ich weiß nicht, was in diesen Magic Decks immer so vor sich geht. Aber ich ziehe in letzter Zeit immer nur den. Opfer die Erfindermächte, das Ding nach einer Artefaktkarte, ziehst du aus. Aktiviere diese Fähigkeit nur, falls du drei oder mehr Artefakte hast.
Plus 4 Mana dafür tappen. Ja, gut. Okay. Ja, ich konnte es ja eh nicht aussuchen, also von dem her. Gut, danke Magic Duels, dass du nachgefragt hast. Artefaktkreaturen. Immer wenn die anstürmende Balliste angreift, fügt sie einer Kreatur oder einem Spieler deiner Wahl einen Schadenspunkt zu. Ist tatsächlich nicht schlecht. Ist tatsächlich nicht schlecht. Ich glaube, wir nehmen wirklich die Balliste. Sie sind eine sehr, sehr gute Karte tatsächlich. Okay, wollen wir hier angreifen? Ich denke mal, ja, wir wollen, weil es ist einfach ein 10-7er. Und er kann schon mal von zwei Kreaturen, oder mit dem Ding, mit Stärke 2 oder weniger nicht geblockt werden. Das heißt also, wir bemannen ihn hier. Mit 2, 4, 5. Haben dann sogar noch ein bisschen was übrig. Oh mein Gott, ich könnte ihn unblockable machen. Fuck, aber dann habe ich das falsch getappt hier. Egal, wir greifen hier mal an. Ich meine, er kann trotzdem nicht. Er muss hier irgendwie was blocken. Das wäre so gut, wenn wir den jetzt unblockable gemacht hätten. Ah. Habe ich falsch getappt? Ich hätte den 1-3er tappen müssen dafür. Setzt den 3-3er Block rein, natürlich, dann hielt er sich dafür. Aber wir kriegen halt eine Kreatur vom Board weg und das ist sehr, sehr wichtig. Ja, hielt dich ruhig, du wirst den hier brauchen. Vertrau mir, du wirst den hier brauchen. Okay, was kommt jetzt? Fabrizieren 2 oder +1/+1 Counter. Das ist in Ordnung. Wir wollen immer noch eigentlich den 4er Elefant hier blocken. Der kriegt jetzt auch +1/+1. Ist also kein Problem. Er greift mit dem 1-2 an. Was kann er nochmal? Er kann Artefakt wiederholen. Und das wird er wahrscheinlich mit dem Ding machen. Wir blocken aber hier einfach, weil dann nämlich keiner von beiden stirbt. Und dann gehen wir hier safe raus. Er kriegt nichts auf die Hand. Wir verlieren nichts. Der kriegt den Buff hier natürlich. Aber das ist in Ordnung. Und dann hauen wir mal die Balliste raus. Ach komm, noch ein Land. Also langsam brauchen wir ja keine Länder mehr eigentlich, liebe Leute. So, wir schießen ihm einen Schaden. Spielen Land raus. Bemannen den für 2, 3, 4, 5. Können dann noch zwei ungetappte Artefakte hier greifen ihn ja an. Triggern die Ability. Tap, tap. Die zwei werden getappt. Kann ich blocken. Wir greifen an für 10. Im nächsten Zug, wenn wir ein Artefakt kriegen, ist er tot. Wir müssen nur aufpassen, dass wir jetzt nicht sterben. 4, 9, 10, 12. Okay, er geht aber nicht full ham. Das ist okay. Den Damage nehmen wir, liebe Leute. Wir gehen auf 16. Das ist vollkommen okay. Was hat er noch hier? Die Ausrüstung. Okay. Ich spiele jetzt 2 Mana, um die Ausrüstung rauszuspielen. Wird sie wahrscheinlich direkt. Er triggert ihn direkt auf den Dude hier. Kann er 16 Schaden schlussendlich damit machen? Ziehe 2 Karten. Ja, 2 Karten ziehen nehme ich sehr, sehr gerne an. Ach, come on, Alter. Das ist ja wohl nicht euer Ernst. Es ist ja wohl nicht euer Ernst. Nur Länder. Wie war denn das nochmal? Das wären 9. 15. Wir wären one-off dann. Hätten wir eine weitere Kreatur gezogen, wäre das wahrscheinlich gut gegangen. Ich möchte tatsächlich hier nicht mit allen angreifen. Immer wenn die anstürmende Balliste angreift, fügt sie einer Kreatur oder einem Spieler
deiner Wahl einen Schadenspunkt zu. Ich möchte mit ihr hier angreifen. 2, 3. Bestätigen. Und ja, dann gehen wir weiter. Weil wir fügen ihm dann einen Schaden zu. Mit ihm greife ich an. Angriff bestätigen. Ein Damage an ihn schießen. Dadurch, dass wir ihn ein Damage geschossen haben und er wird jetzt hier höchstwahrscheinlich blocken, er blockt hier den Doppelblock, holt sich damit diesen Dude hier wieder raus. Ja, wir zerstören eine Kreatur davon, das ist gar kein Problem. Er holt sich wieder den Heal-Dude raus, das habe ich mir fast schon gedacht. Dadurch, dass wir ihn aber jetzt nicht mehr zerstören werden, sondern einfach durchrennen werden im nächsten Zug mit unserem Ding hier, ist es vollkommen in Ordnung, Leute. Vollkommen in Ordnung, wir können ihn jetzt auch noch ein bisschen Schaden fressen, theoretisch. Es sollte uns hier nichts ausmachen. 5 Damage nehmen wir gerne. Block überspringen. Das ist halt, ich finde es ehrlich gesagt mega weird bei diesen komischen Quests hier, die man immer hat, dass man am Ende eigentlich nur noch Länder zieht. Ich meine, wie viele Länder sind. Ich würde gerne mal wirklich so einen Aufbau von so einem Deck sehen, wie viele Länder da drin sind. Ich schätze nämlich, da sind wirklich so an die 30 Länder drin. 30 Länder, 30 Kreaturen und es darf ja eigentlich nicht sein, Leute. Es darf nicht sein, dass man so eine hohe Chance hat, einfach nur Ding zu ziehen. Okay, der Erfinder des Lehrlings ist tatsächlich meine gute Karte. Die habe ich in meinem Standard-Deck auch gespielt, in meinem. Was waren das nochmal? Guck mal, wir haben hier 2. 2. 3, 4, 5 optimal bestätigen, dann wird das zur Kreatur. Dann gehen wir weiter in die Angriffsphase. Greift mit ihm hier an. Angriff bestätigen. Triggern die Ability. Bestimme eine Kreatur. Diese Kreatur kann nicht geblockt werden. Zack, zack. Die zwei tappen wir. Und schlagen 10 Damage Face. GG. Ach du Heilige, das hat jetzt auf jeden Fall eine ganze Weile gedauert, hier gegen den komischen Bioniker zu gewinnen. 10 Gold, das ist aber nett. So, weiter geht's. Reliquiensucher sind wir. 5 Artefakte hier. Das Messegelände wimmelt nur so von Besuchern, doch Liliana erblickt eine verhüllte Gestalt, die durch die Hallen schleicht. Sie erkennt ihn sofort und vermutet einen Zusammenhang mit der Gefahr, von der Dovin Bahn gesprochen hat. Schnell alarmiert sie Chandra und kehrt zurück an ihren Posten. Chandra nimmt die Verfolgung auf. Oh, das ist der gute Tesseret, liebe Leute. Das ist der gute Tesseret. Und was haben wir denn hier Schönes? Sie überwindet mühelos die Verteidigungsvorkehrungen der Stadt und es gelingt ihr schließlich, ihre Beute zu stellen. Liliana hat sich nicht geirrt, was die Identität dieser Person angeht. Es ist Tezzeret, der gute Tezzeret, der berüchtigte Metallmagier und Planeswalker. Doch überraschenderweise wird Chandra von Dovinban und seinen massiven Konstruktionen gestoppt. Hier auf Kaladesh ist Tezzeret ein hochgeehrter Gast des Konsulats, dessen Schutz er genießt. Was? Der gute Tezzeret. So, dann gucken wir mal. Monorot wahrscheinlich. Ja, Monorot, sehr schön. Feuriger Impuls. Ne, wir ziehen eine neue Hand. Ja, wir haben einen One-Drop. Wir haben theoretisch noch einen One-Drop und einen Three-Drop. Das ist ein seltsames Deck. Es ist Monorot. Monorot Energy Counter. Was ich tatsächlich nicht so ganz gut finde, aber ich meine, naja, was soll's. Was haben wir denn hier? Ätherbrenner Renegat. Wenn der Ätherbrenner ins Spiel kommt, erhältst du 4 Energiemarken, bezahle 2, einen Schadenspunkt zu einer Kreatur, bezahle der einem Spieler deine was? 6 Schadenspunkte zu für 8. Okay, ich verstehe, wie dieses Deck hier funktionieren soll. Wir wollen ihn wirklich burnen? Okay. Warum nicht? Kann er was rausspielen für 2? Natürlich kann er was rausspielen für 2. Erzeuge 2 farblose 1-1 Servos. Okay, was kannst du eigentlich? Obwohl, zerstören Artefakt deiner Wahl. Das können wir wahrscheinlich später relativ gut nutzen. Wir wollen jetzt hier erstmal nicht angreifen. Wir spielen hier. Lol. Spielen hier noch einen raus. Gehen weiter. Wollen auch nicht einen Fiery Impulse wirken. Wir überspringen unser Angriffssegment weiter. Weil da das ein Spontanzauber ist, brauchen wir da gar nicht großartig hier. Irgendwas machen. Okay, er greift an.
Soll er machen, wir nehmen den einen Damage, wir überspringen den Block, wollen auch nicht hier unseren feurigen Impuls spielen. Das ist vollkommen in Ordnung. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Artworks haben mir schon auch auf den Karten gefallen von den Servos und alles. Genau, und das ist nämlich eine Kreatur, die wir auf jeden Fall umnieten wollen. So, wir spielen auf 3 das hier raus. Was haben wir hier? Eile. Ein 3-3er mit Eile. Nee, erstmal tatsächlich nicht. Wir kriegen 4 Energiemarken. Perfekt. Überspringen unseren Angriff auch wieder. Theoretisch können wir dieses Flugding entweder. Er bannt ihn halt jetzt immer und haut uns halt für 2 Phase. Das ist ein bisschen problematisch, aber tatsächlich nicht so schlimm. Wir können sein Fluggerät tatsächlich zerstören, nur ich denke, dass der 2-3er eigentlich nicht unser Problem sein wird, wenn ich ehrlich bin. Ich denke wirklich nicht, dass er unser Problem sein wird. Wenn er halt einen Smuggler's Copter oder sowas hat, dann könnte es problematisch werden. Aber den hatte ich scheinbar nicht. Okay, ein 2-2er für 2 Mana mit Scry 1, wenn ich es jetzt richtig gelesen habe. Ja, Scry 1. Den packen wir mal unter die Bibliothek. Ich bräuchte noch ein Land. Na, wenn man vom Teufel spricht. Liebes Land, schön, dass du gekommen bist. So, wir können hier den Fiery Impulsen. Dann hätte ich mal gesagt, wir opfern wir sogar wirklich unseren Gremlin hier, oder? Was, wenn er. Kann jeder Spieler Heilsicht 1 anwenden. Er hat 2 Mana halt noch offen. Ja, wir probieren es einfach mal. Wir zerstören dieses Artefakt. Dann greifen wir mit ihm hier an gleich. Na. So, Attack, Angriff bestätigen und jetzt müssen wir im rechtzeitigen Moment, wenn er hier den Block deklärt, genau jetzt hier zack machen. Wir schießen nämlich dieses Artefakt ab. Dann hitten wir ihn trotzdem, ne, wir hitten ihn trotzdem nicht face. Wir hätten das vor dem Declare-Block machen müssen. So. Angriffssegment, er greift mit beiden an. Logisch, würde ich an der Stelle auch machen. Hier müssen wir den eigentlich tappen dafür. Ja, wir müssen ihn tappen dafür. Das ist aber okay, wir kriegen hier relativ wenig Damage. Und wenn wir im nächsten Zug dann den Ätherbrenner, Renegade oder sowas auf dem Board behalten, dann ist das kein Problem. Er ist tatsächlich schon mehr ein Problem. Er ist aber nur ein 2-2er Fliegen. Zieht einfach 2 Karten. 2 Karten und kriegt 2 Lebenspunkte. Das ist tatsächlich gut. Es ist in diesem Spiel tatsächlich gut. Im richtigen Magic würde ich den niemals spielen, aber hier in diesem Spiel ist er tatsächlich wirklich, wirklich, wirklich gut. 3, dann können wir nichts mehr wirken. Das kannst du nochmal. Wir kriegen 2 Energie-Counter. Wir müssen halt aufpassen, Leute. Das ist jetzt ein sehr, sehr gefährliches Spiel, was ich hier tatsächlich mache. Angriff überspringen. Ich hätte wahrscheinlich doch den Ätherbrenner nehmen sollen. Obwohl er uns theoretisch ja nur 2 Damage macht. Also so ist es ja nicht. Er macht uns ja theoretisch nur 2 Damage. Nur wir hätten ihn halt dann komplett abschießen können, was halt wichtig gewesen wäre. Aber wer weiß, vielleicht kommt ja doch noch irgendwas anderes. Können hier nicht blocken. Also es ist relativ irrelevant, was wir hier machen. Zack, wir kriegen 2 Schaden, gehen auf 13. Es könnte ein kritisches Spiel werden, wenn er jetzt noch irgendwas Krasses spielt. Hier war, ist der 2-4. Den können wir hier gut wegblocken, Leute. Den können wir gut wegblocken. Und noch 2 farblose Tokens. Ein Chandra's Fury oder sowas wäre gut. Ein Damage auf alle. War das Chandra's Fury? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ach, noch ein Land. Das ist natürlich angenehm. Sind wir jetzt auf 6 Länder? Spielen den hier raus. Spielen den hier raus. Und wie viel Damage können wir jetzt schießen? Wir können hier mit 8 Energie-Counter können wir 6 Schaden schießen. Wir haben aber nur 14. Das heißt, also uns fehlen tatsächlich noch 2 Energie-Counter, um irgendwie Schaden zu schießen. Wir gucken mal, wie wir weitergehen. Wir werden jetzt nochmal 2 Damage kassieren. Vielleicht sogar ein bisschen mehr. Er hat noch verzaubert eine Kreatur, die kann nicht angreifen, blocken oder Fahrzeuge bemannen.
Okay. Okay, können wir damit eine Kreatur abschießen? Ne, können wir nicht. Wir nehmen nochmal den Schaden. Ist in Ordnung. Block überspringen. Wir gehen auf 9 runter. Ist aber immer noch in Ordnung. Ich denke, er kann jetzt nichts mehr spielen. Oder genau, end turn. Das ist gut. Dann gucken wir mal, ob er hier den Trigger. Zerstöre ein Artefakt deiner Wahl. Er ist doch ein Artefakt. Das ist sehr, sehr gut. Dann spielen wir nämlich ihn raus. Und sacrificen ihn direkt, zerstören dieses Artefakt unserer Wahl. Machen hier ein Damage. Machen hier ein Damage. Damit haben wir den schon mal los. Und gucken mal, was sonst noch auf uns zukommen wird. Wir müssen jetzt hier gerade ein bisschen in den defensiven Part gehen, was tatsächlich sehr, sehr interessant ist, weil eigentlich Rot ja die aggressive Farbe ist. Aber scheinbar geht das wohl nicht anders, liebe Leute. Er geht auf 3 Karten wieder hoch. Kein. Er macht uns immer 4 Schaden. Boah, das ist krass, Leute. Das ist wirklich krass. Er macht uns nur 3 Schaden. Okay, wir gehen aber trotzdem auf 6 runter. Nicht optimal, aber in Ordnung tatsächlich. Wir können ihn immer hier. Warte mal, ich wollte ihn noch abschießen. Ach Mann. Ja, gut, okay. Ich hätte noch einen abschießen können, aber dann wären wir eher auf 7 gegangen. Es wäre tatsächlich nicht so schlimm. War jetzt tatsächlich nicht so schlimm. Spielen den Gremlin hier raus. Dann tappen wir für 1, schießen den Dude ab. Gehen weiter ins Damage-Segment und hitten ihn jetzt hier hart, liebe Leute. Wir versuchen jetzt doch noch hier irgendwas rauszukriegen und ein bisschen Damage auf jeden Fall hier reinzuspielen. Erstmal 3 Damage. Wir müssen jetzt unser Board ist jetzt aufgebaut, Leute. Wir haben zwar keine Karten mehr, aber wir können hier auf jeden Fall was machen. Kann man mit Enter nicht triggern? Ne, mit Enter kann man nur vergrößern. Das wollte ich jetzt natürlich nicht. Wir müssen noch weitergehen hier. End Turn. Er hat 2 Karten. Angriff. Greift er an? Ich denke nicht. Hauptphase, was spielt er raus? Kurz bevor er in die Endphase geht, wollen wir hier. Zwei Dreier. Ist nicht ganz so problematisch. Er kriegt 2 Energie-Counter, will er noch was spielen? Er spielt noch was. Ach, come on, Dude. Wenn er in seine Endphase geht, schießen wir eben auf jeden Fall noch 2 Viecher ab. Auch wenn wir jetzt wenig Energie haben, ist es relativ wichtig, weil die Servos, die bringen halt alle Value und ja, was kriegen wir denn hier? Flammen des Hitzkopfs. Für 3 Schaden zu Punkte zu. Okay. Drei hier drauf. Dann gehen wir auf weiter. Greif mit allen an, die angreifen können. Machen ihnen 2 Damage. Und können theoretisch im nächsten Zug noch sein Artefakt zerstören. Das Problem ist halt, wenn ich jetzt wieder so eine 2 Karten. Ziehkarte kriegt, dann ist es natürlich sehr, sehr problematisch. Mal gucken, was es sein wird. Moment, ich habe es jetzt nicht gelesen. Es ist Ende bis Wachsamkeit 5. Oh. Das ist natürlich nicht so cool. Oh, und wir ziehen nur ein Land. Come on. Das ist jetzt natürlich wieder unpraktisch, dass wir hier nur ein Land gezogen haben. Wir überspringen den Angriff. Gehen weiter. Ich habe wirklich das Gefühl, dass die Decks, die Magic Duels Ersteller einem stellen, dass sie tatsächlich immer schlechter werden. Einfach nur, okay, er kriegt hier 2 Energie-Counter nochmal. Dass sie wirklich von Spiel zu Spiel immer schlechter werden. Okay, er greift mit dem 4-5 an. Wir müssen blocken auf jeden Fall.
Weil wir sonst nämlich sterben. Und das, die Sache ist halt jetzt, wenn es halt jetzt so weitergeht und wir jetzt noch ein Land ziehen, dann sind wir auf jeden Fall raus, Leute. Dann ist das Spiel safe verloren. Weil wir halt einfach kein Follow-up mehr haben können. Okay, wir zahlen jetzt 2, töten den hier. Weil ich meine, was sind das für Kreaturen, Leute? Ich verstehe den Hintergrund hinter dem Ding. Aber trotzdem, es ist ja nicht so okay. Das ist natürlich Bullshit jetzt, liebe Leute. Wir können ihn einfach nicht mehr töten. Wir machen zwar 3 Schaden, damit können wir ihn hier wegmachen, aber schlussendlich können wir ihn nicht mehr töten. Ach, Magic Duels, was tust du mir hier nur an mit deinen Karten? Ich glaube, es wird bald dann doch so weit werden, liebe Leute, dass wir hier die Magic Duels Let's Plays einstellen müssen, weil ihr seht selbst, dass das einfach nur noch eine Qual ist, hier teilweise durchzugehen. Okay, er tappt hier. Okay, da hätte ich vielleicht vorher drauf reagieren sollen. Wir kriegen halt jetzt 4 Damage. Können wir leider nichts machen. Ist aber tatsächlich in Ordnung. Ich meine, früher oder später wäre das eh passiert. Oh, come on. Und der zieht ja auch noch Karten nach. Das ist halt genau das, was ich meine, Leute. Die Decks von den Gegnern sind immer um überragende Ding besser hier als unsere eigenen Decks, weil wir ziehen nämlich die ganze Zeit nur irgendwelche Crabländer oder anderen Bullshit und er zieht die ganze Zeit, oh, tappe eine Kreatur hier, tappe eine Kreatur da. Aber das ist wirklich, wirklich nicht cool, liebe Leute. Wir spielen ihn hier raus. Wir greifen da, wir können damit nicht angreifen. Wir können nicht mal den Dude hier abschießen. Wir sind auf jeden Fall tot, Leute. Ja, das war's, liebe Leute, weil wir nichts mehr hätten machen können. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und hätte dann gesagt, wir sehen uns bei der nächsten Folge von Magic Duels wieder. Haut rein, bis dann. Tschüss.